Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darksiders 2. Finde ich schön, dass, wenn man das Spiel neu, also nochmal startet, dass dann eine kleine Zusammenfassung der Geschehnisse kommt, auch wenn sie nicht wirklich umfassend ist. Aber egal. So. Ich weiß nicht mehr genau, was wir machen müssen. Vielleicht sagt mir die Karte was. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Und da ist ein Tor. Haben wir eigentlich schon einen Schlüssel? Haben wir schon den Schlüssel? Ach, Moment mal, wir können ja auch... Asche, was siehst du? Okay, wir müssen also hier rein. Da gehen wir auch mal da runter. Vielleicht haben wir auch schon den Schlüssel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Da gibt es auch einen Schlüssel. Ach nee. You don't say. Kann ich da jetzt schon rein? Sehr gut. Da vorne ist auch eine Kiste. Und da ist ein Gegner. Und da auch. Hui! Wow, da ist noch einer. So. Falls ihr es vielleicht merkt, es läuft flüssig. Es läuft flüssig. Bis jetzt zumindest. Was ich getan habe, ist V-Sync angemacht. Ich habe bei meinen Aufnahmen gemerkt, dass wenn ich V-Sync angemacht hatte, stand ja ganz deutlich dran, dass es erst funktioniert oder erst in Kraft setzt, wenn ich das Spiel neu starte. Was ich ja zu dem Zeitpunkt nicht getan habe. Daher hatte ich das Problem, dass es gar nichts gebracht hat. So, wie komme ich jetzt da hin? Moment mal, hier Bombe, da, ja, Kugel. Kugel, Bombe, gleich, genau das, was ich will. Hallo? Achso. So, hallo Kügelchen. Ich schieb mal eine ruhige Kugel, ne? Alter. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kann den ganzen Tag am PC hocken. Ich schwitze kein... Ah, okay. Ich schwitze kein bisschen, aber sobald ich aufnehme, läuft mir denn der Schweiß von allen Seiten runter. Ich weiß nicht, warum. Eieiei, das war knapp. So. Kann ich die Kugel jetzt da wieder rausnehmen? Und woanders da reinstecken? Warte mal. Schattenbomben abwerfen. Schattenbomben explodieren mit vernichtender Gewalt. Alles im Detonationsradius wird weggeblasen oder zerstört. Die Kraft einer Bombenexplosion kann benutzt werden, um große Objekte zu bewegen. Aha! Kriegen wir es so also nicht raus, sondern müssen wir es raussprengen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. So. Moment, ich tue es erstmal wieder rein. Hallo? Vielleicht komme ich ja so drüber. Nö. Also muss ich es doch raussprengen und woanders reinpacken. Vorzüglich hier rein. Okay. Das sollte ja kein Problem sein. Explodiert es eigentlich auch in der Hand oder habe ich unendlich Zeit immer? So, hey, nicht so weit rollen. So, dann packen wir es mal da hinten rein und gucken, was passiert. Und wieder nur halb. Na, dann bleibt ja nur noch... Oh, was ist das da? Dich hab ich gesehen, du Schlingel. Seite des Buches des Todes. Des Buchs der Tod.
des Buchs der Toten. So, eine Seite aus dem Buch der Toten. Sammle 10 Stück davon, um ein Kapitel zusammenzubekommen. Und dass das dann an Vulcrin verkauft werden kann. Ja! Oh, da ist noch eine. Tja. Schlecht, ne? Komm, erlösen wir ihn mal von seinen Qualen. So. Ah, I see. Hoppla. Lass los. Das ist ja wie bei Assassin's Creed, wenn man irgendwo eine Tür rauslaufen will. I see, das muss da rein, damit das hier runter geht. Dann kann ich, habe ich beide Kugeln, um das zu aktivieren. Sehr schön. Das Rätsel hat jetzt länger gedauert, als es eigentlich hätte sein müssen. An sich war es ja relativ logisch. Aber nun gut. Ich bin ja nicht perfekt. Aber fast. Nee. Ich bin ganz, ganz weit weg von guter Spieler zu sein. Wobei ich muss sagen, seit ich Let's Plays mache, wird's besser. Also zumindest kommt es mir so vor. Ja, nimm's doch. So. Wie so ein Mistkäfer. Treppe geht natürlich nicht. Dazu ist Tod ein bisschen zu schwach. So wie ein Mistkäfer. So, jetzt Bombe mitnehmen. Und dagegen werfen. Auf jeden Fall gar nicht schlecht gemachtes Rätsel. Freut mich. Ich habe schon Befürchtung gehabt, dass Darksiders 2 diesmal mehr auf Kämpfe geht, anstatt auf Rätsel. Aber das Rätsel war nicht schlecht. Für den ersten Dungeon. Sehr gut. So, und da ist der Schlüssel drin, vermute ich mal. Yep. Skelettschlüssel. Der Schlüssel könnte auch ganz gut in Kingdom Hearts reinpassen. Boah, Kingdom Hearts. Den zweiten Teil müsste ich mal spielen. Den ersten habe ich ja gespielt, aber den zweiten nie. Den müsste ich echt mal spielen. Ich habe ja noch eine PlayStation 2 daheim rumstehen. Müsste ich echt mal anschließen und Kingdom Hearts 2 spielen. Okay, das scheint... Ist das der Stempel? Ist der Stempel, sage ich schon. Ist das der... Okay. Da hinten ist wieder das Verderben. Da hinten ist ein Durchgang und da ist ein Schalter und da hinten eine Kiste. Gehen wir erst zur Kiste? Ja, wir gehen erst zur Kiste. Ich will nämlich... Ne, wir gehen nicht erst zur Kiste. Wir machen erst einen Schalter. Dass das Spiel mir immer meine Pläne versauen muss. So, was passiert jetzt? Ui. Die Zeit drängt. Ja, Mist. Ich hasse es, wenn irgendwas auf Zeit ist. Wie, das geht schon wieder runter? Oh. War ich etwa zu früh oder zu langsam oder... Was war jetzt da das Problem? Ich Idiot. Das war jetzt meine eigene Schuld. Ich habe nämlich den falschen Knopf gedrückt. Alter, diese verwaschenen Texturen. Ich hoffe, dass es nur am Feuer liegt. Dass sie das Feuer nicht so gut hinbekommen haben. Aber wenn es überall so ist... Ui, ui, ui. So, diesmal habe ich aber... nochmal genug Zeit. Ah, okay, sehr gut. Hallo!
Oh, das war knapp. Okay. Sehr schön. Dann geht's jetzt hier rein und hier ist mal so gar nichts. Doch, ich kann hier hochklettern. Aber erstmal umsehen. Ist ja wirklich nichts? Gar nichts? Hm. Hallo? Hallo? Ich lenke ganz eindeutig nicht nach oben, sondern seitlich. Dankeschön. Also ich bin oben. Das Problem jetzt ist nur, wir haben hier eine Bombe. Das ist aber kein Problem, sondern das Problem ist, dass wir die Kette hier nach oben bringen müssen, aber da unten ist der Schalter und ich komme nie und nimmer so schnell hier hoch, als dass das funktionieren könnte. Achso, wir können eine Schnellreise zur Stadt machen. Das ist nicht schlecht. So, jetzt nehmen wir aber erstmal hier die Bombe auf. Und schmeißen die da runter. Und dann ist zumindest die Kiste mal offen. Und da sind Gegner. Geronimo! Warum soll ich die Schnellreise machen? Spiel, was willst du mir sagen? Gefundenes Geld plus 7%. Geld können wir gebrauchen. Aber wie komme ich jetzt so schnell da wieder hoch, wenn das oben ist? Das kriege ich doch nie und nimmer so schnell hin. Und warum sind da Gegner gespawnt? Hallo? Hallo? Muss ich echt immer warten, bis er da hinguckt? Wow! Ihr könnt mir nichts entgegenwerfen. Ist jetzt das Geld da runtergefallen? Nee. So. Schön auf der Kante. Das habe ich jetzt auf die hohe Kante gelegt. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Wobei ich nicht glaube, dass das reicht. Das schaffe ich nie und nimmer so schnell. Nee, ist wieder unten. Das kann nicht und nie und nimmer so gewollt sein. Hallo? Es ist wieder unten. Moment. Kann ich hier irgendwo rüberklettern? Irgendwie ja nicht. Hä? Sie können nochmal lesen. Okay, ich wollte es eigentlich nochmal lesen. Hä? Ah, ich Idiot! Man kann ja auch mit den Dingern Schalter drücken. Ah, zum Glück bin ich nochmal drauf gekommen. Ihr hättet mich in den Kommentaren erschlagen dafür. So, Kiste. Gewalt gegen Kisten! So. So, nochmal Gewalt gegen Kisten. Wie, nichts drin? Ich bin enttäuscht, Spiel. Ich bin sehr enttäuscht. Wow, 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 wow. Ah.
Ei. Lassen wir die mal arbeiten. Ah, Mist. Was macht er jetzt? Oh, er explodiert. Nice shot. Autsch. Da hinten hat's Kisten, da hinten hat's Kisten. Ich will die Kisten. Da ist bestimmt Leben drin. Nein, nur Geld. Kisten. Nur Geld. Willst du mich verarschen? Nein, weg. Okay. Und weiter geht's. Nein, mein Freund. Oh! Das war mein letzter Trank. Oh, Moment. Er explodiert ja gleich. Ah. Ich merke das immer zu spät. Dunkler Rächer. Diese Waffe gehörte einst einem menschlichen Krieger namens Draven. Während zahllosen Duellen hat die Waffe Dravens Zorn und Durst auf Rache von all jenen absorbiert, die ihn betrogen haben. Der dunkle Rächer ist berüchtigt für seine wilde Gier nach Blut und Gemetzel. Sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Moment. Wie war das nochmal? Hier. Sense. Üble Sense. Okay. Sense des Schocks. Okay. Na. Erst ab Stufe 5. Welche Stufe sind wir? Wo steht das? Stufe 3. Na, okay. Warum habe ich das nicht an? Gut. Okay, gut. Gut. Alles ist gut. Eieiei. Das war jetzt ein Mini-Boss. Ich will nicht wissen, wie der richtige Boss aussieht. Das ist natürlich offen, oder? Ja, aber wir schauen uns erstmal dahin, zu der komischen Sackgasse oder was das da ist, wo er rausgekommen ist, ob da nicht noch was ist. Nö. War ja klar. Ah, naja, aber ich denke, bevor wir hier reingehen, gehen wir gleich in die Endcard. Bis gleich. Ja, was war das? Wieder eine schöne Folge. Wieder schöne Rätsel gemacht und... Ich hatte ja wirklich die Befürchtung, dass Darksiders 2 mehr auf Kampf, auf das Kampfsystem geht als auf das Rätselsystem, weil ja, war ja wirklich so, dass wirklich das Kämpfen beim ersten Teil ein bisschen, war, aber die Rätsel waren super. Und da, wo sie jetzt eben das Kampfsystem so viel verbessert hatten, hatte ich eher gedacht, okay, das wird dann mehr auf Lasten der Rätsel gehen, aber die Rätsel sind immer noch super. Hoffentlich bleibt so. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Twitter und Facebook gibt es natürlich auch. Und abonnieren ist kostenlos. Bis dahin, ciao.